Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 8. So, Dimitrescu Schloss haben wir hinter uns gelassen. Und jetzt gehen wir quasi zurück ins Dorf, wo uns gleich mal ein wichtiger Story-Twist im Grunde erwartet. Über den man vielleicht nicht zu viel nachdenken sollte. Was ich allerdings natürlich tue. So, na gut. Oh, wartet mal kurz. Ich habe gerade... So, ich hatte gerade Audio aus zwei verschiedenen Quellen mit leichter Verzögerung. Das ist irritierend. Dieses Jagdsystem ist wirklich bescheuert. Ja, ist auch egal. Ich hätte jetzt die Fische nur mitgenommen, weil die Geld bringen und die mir nicht ganz so leid tun wie die Ziegen oder die Schweine, denen ich sicher nichts tun werde jetzt in meinem zweiten, dritten Playthrough. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät. Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie! Ach ja. Über diese Szenen mit dieser alten Frau, wer schon durchgespielt hat, weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Behaltet die mal im Hinterkopf und dann kann mir vielleicht einer von euch am Schluss des Spiels erklären, was das alles sollte. Ich weiß es nämlich absolut nicht, was das alles sollte mit dieser Hexe. Da bin ich mir auch, ich habe in früheren Folgen schon drüber geredet, ne, da bin ich mir auch sehr sicher, dass die ursprünglich eine andere, sehr andere Rolle im Spiel haben sollte. Also sollte sie tatsächlich, das weiß man sogar aus Artworks, die hat mehrmals ihre Rolle gewechselt und ich glaube, die ist dann wirklich nur noch als Relikt übrig geblieben, das eigentlich nicht mehr wirklich reinpasst, aber die hatten halt schon das Charaktermodell. Dann wollten die es auch irgendwie nutzen. Ich glaube, so in der Art ist es, glaube ich, wirklich. Was ist das? Königsstatuen. Ja. Da auf die Lore-Ebene wird in dem Spiel leider gar nicht eingegangen. Ich mache da mal noch ein Lore-Video dazu, wo ich genau darüber rede, wie schade es ist, dass da eben nicht drauf eingegangen wird oder wie wenig und was man sich vielleicht so ein bisschen ableiten kann. Aber diese Statuen müssen wahrscheinlich schon sehr alt sein. Es
tauchen vier Namen im Spiel ein, die sich vielleicht irgendwie auf die vier Figuren beziehen. Aber das muss schon, glaube ich, fast vor der ganzen Mother Miranda-Story irgendwie passiert sein. Und was und wie und warum und... Hä? Das ist alles irgendwie so vage und wahllos mit diesen vier Häusern quasi. Was oder wer waren die vier Häuser, bevor Mutter Miranda die korruptiert hat? Und was war ihr Plan und was haben die gemacht und warum die Statuen? Und es wird auch nie der Ursprung des Umbrella-Zeichens quasi hier geklärt. Im Gegenteil, es wird nur gesagt, ja, hier, guck mal, aber dazu kommen wir später noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon mal abgebogen bin. Drei Schuss Gewehrmunition, die ich, glaube ich, zum ersten Mal aufhebe. Man findet halt doch immer wieder ein paar kleine versteckte Ecken und Kanten. Ich finde es auch interessant, dass wenn man sich hier umguckt und vor allem dann später auch in späteren Abschnitten in Heisenbergs Fabrik und so, müssen in dem Dorf theoretisch Millionen von Menschen gelebt haben. Wahrscheinlich, eigentlich. Wenn man sich das Dorf aber anguckt, dann können es höchstens 20 sein, eigentlich. Aber ja, mein Gott, Videospiellogik. Sowas ist ja nichts Ungewöhnliches, ne? Ich meine, wie wollen die auch wirklich so ein riesiges Dorf abbilden in so einem Spiel? Das ist ja eh, aber es passt halt nicht zusammen. Hello? Is it me you're looking for? Ich klicke hier nur drauf, damit es mir auf der Karte angezeigt wird, damit ich es nachher nicht vergesse. Da kommen wir später nochmal dazu. Hä? Warum wird mir denn hier was angezeigt? Sehr ungewöhnlich. Manchmal kann man wirklich Objekte durch Wände durch aufheben, wenn sie nah genug dran liegen. Da geht es anscheinend wirklich nur um die Nähe zum Objekt und nicht unbedingt, ob da eine Mauer dazwischen ist oder nicht. Aber immer nur Gegner-Loot. Also das bezieht sich nur drauf, wenn Gegner außerhalb, also hinter irgendwelchen verschlossenen Türen liegen oder sowas. Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Sieh genau hin. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt.
Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König, nicht wahr? Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen. Verdammter Witzbold. Sei nicht so unfreundlich zum Duke, Ethan. Der ist immerhin der beste Charakter im ganzen Spiel. Kannst du dir noch was von dem abgucken? Okay. Dann gehen wir mal zurück ins Dorf, aus dem wir gekommen sind. Mit unserem Schmiedeschlüssel können wir jetzt einige Bereiche, beziehungsweise bis jetzt glaube ich sogar nur einen Bereich aufsuchen, bei dem wir vorher noch nicht waren. Ansonsten glaube ich... Gibt's für uns hier momentan... Na, da müssen wir mal schauen. Doch, klar. Wir müssen jetzt zu dem Haus mit dem roten Schwanzstein, ne? Da haben wir einen weiten Weg vor uns. Entschuldigung, Rabe. Ich töte keine Raben mehr. Ich höre auf damit. Die tun mir zu leid. In Resident Evil 4 war das alles halt noch so gamey, ne? Das war halt ein älteres Videospiel. Da war das noch nicht so schön inszeniert. Aber jetzt erinnern mich die Raben zu sehr an echte Raben und dann habe ich keinen Bock. Wenn die noch so viel Loot droppen. Irgendwo ist auch mal Schluss mit Looten. Oh, falscher Schlüssel. So, hier kommen wir später auch nochmal her. Hier könnte man Hühner jagen, wenn man wollte. Warte mal kurz. Ah, ups, so, geschafft. Weiter geht's. Ich glaube, abgesehen von Hühnern ist hier gar nichts. So richtig. Noch nicht. Also später auch nicht, glaube ich. Wir können uns hier noch einen optionalen Schatz holen. Müssen wir nur ein paar von den Samka da oben töten. Was? Das war kein Treffer. War meiner Meinung nach ein wunderschöner Kopfschuss. Diese Wesen sehen meiner Meinung nach ehrlich gesagt nicht so aus, als ob die fliegen könnten. Von ihren Proportionen her einfach. Oh! Nein, was war denn das? Ah. Das war gerade eine Munitionsverschwendung gegen den Gegner. Meine Güte. Wir haben's ja. So, Lucias Halskette. Die muss man sich wirklich sehr genau anschauen. Sollte man zumindest. Denn in der finden wir... einen Stein, ein Edelstein. Okay, und ich dachte in meinem ersten Playthrough, damit wäre es erledigt. Aber jetzt haben wir die Kette mit Schlüssel. Ist mir nie aufgefallen. Die können wir uns jetzt nämlich nochmal, nochmal anschauen. Dann kriegen wir Luizas Schlüssel. Und jetzt haben wir erst quasi das fertig untersucht. Man sollte sich echt die Objekte gut anschauen. Verzeihung. Gesundheit. So. Man weiß ja nie,
ob da noch was versteckt ist. Ich habe mir die, glaube ich, wirklich noch nie so genau angeguckt. Da steht zum Beispiel, was habe ich noch nie gelesen, im Sarg des Adligen ruht ein unschätzbar wertvolles Erbstück. Aber er lässt sich nur durch einen Trick öffnen. Irgendwas von wegen, man müsse den Weg erhellen. Dum, dum, dum. Ein Fackelrätsel halt. Granatenwerfermunition. Dass man die hier schon findet, wundert mich direkt. So, na gut. Dann gehen wir wieder. Es ist schon schön gemacht, wie subtil sich auch das Dorf verändert, dass jetzt hier Leute anscheinend gekreuzigt und verbrannt wurden, während wir weg waren. Macht nicht viel Sinn, ehrlich gesagt, weil warum eigentlich? Was soll das eigentlich alles? Aber ja, man darf über solche Sachen nicht zu viel nachdenken. Das ist einfach nur für die Stimmung. Und es ist eben schön, wie hier eben auch die, wie sich der Ort verändert und wie wir neue Entdeckungen machen können. Ich meine, man fragt sich schon, wo kommen die her und so. Ich glaube übrigens, die haben hier ganz oft die gleichen Modelle benutzt. Und deswegen liegen die teilweise so mit dem Gesicht versteckt so ein bisschen, damit man das nicht merkt. Wenn man sich ein bisschen umsieht, merkt man das nämlich. Ein Schatzvogel. Nein, ich habe keinen Bock. Das hat mich beim ersten Mal echt geärgert, dass ich die ganzen harmlosen Tiere töten musste, die eh schon wirklich genug durchgemacht haben. Das muss nicht nochmal sein. Ich will das nicht. Das macht mir keinen Spaß. Das macht mir Spiele sogar kaputt. Wenn mir Spiele dazu zwingen, Unschuldige zu töten. Das finde ich nicht schön. Ein Teddy! Ein Teddy im dunklen Keller. Nanunana. Ein Schatz. Ein wertvoller Teddy. Der Duke wird ihn schon kaufen. Ist ja nur leicht verschmutzt. Ha, hier ist aber noch irgendwo was. Wollte denn jemand verbrennen oder hat da jemand was verbrannt und der ist übrig geblieben? Oder wollte den wer da unten drin verstecken? Wer weiß. Auf jeden Fall habe ich hier oben seltsame Geräusche gehört, während wir unten waren. Ah! Was? Wo? Dieses Spiel, ey. Ich glaube, das war wirklich nur, das ist mir beim ersten Mal und beim zweiten Mal spielen nie aufgefallen, dass da eine Scheibe zersplittert. Aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur Show. Schön. Okay, hier haben wir alles durchsucht. Oh, die besten Bilder im Spiel. Wie schön. So, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier müssen wir lang. Ein neuer Bereich des Dorfes. Den wir erkunden dürfen. Ob wir wollen oder nicht. So, ich glaube, hier habe ich jetzt quasi... Moment, hier habe ich eine Abkürzung erschaffen, oder? Ja, genau, okay. Da müssen wir lang. Vorsicht, nicht erschrecken. Ah! Ich habe mich erschrocken.
von meinen Schießkünsten. Irgendwer schreibt mir dauernd auf mein Tablet, aber ich kann jetzt nicht. Warum nehmen wir eigentlich das Äffchen nicht mit? Und verkaufen das? Den alten, ranzigen Teddy verkaufen wir dem Duke auch. Naja. Irgendwas fehlt für diesen Wagenheber. Ein Hebel, wahrscheinlich. Foreshadowing. Finde ich nett. Look out the window. Sieh aus dem Fenster. Okay, machen wir. Achtung an alle, die wirklich... Es gibt Menschen, ne, die wirklich Jumpscares ganz schlecht ertragen. Deswegen warne ich euch vor. Gleich kommt ein ganz billiger. Ah! 070408. Na komm her. Wie war es 070408? 070408. Ich glaube, normalerweise ist da drin sogar eine Waffe normalerweise. Ich bin mir nicht sicher, weil in den New Game Plus Playthroughs kriegt man statt Waffen immer gleich Geld, was ich eigentlich ganz nett finde. Muss man den nicht erst zum Inventar vollstopfen und zum Duke tragen und verkaufen. Immer diese automatisch zugehenden Türen. Meine Güte. Ich glaube, hier war ich schon, ne? Hier habe ich mich auch schon umgesehen beim ersten Mal durchlaufen. Okay, okay. Ich will nur schnell den Brunnen anklicken, damit der auf meiner Karte markiert ist. Und dann gehen wir da lang. Ach so, weil wir da einen erschossen haben, stimmt. Hier, das meinte ich, ne? Durch die Mauer aufs Dach gegriffen. Aber ist ja auch nett, dass das geht. Wäre ja frustrierend, wenn da irgendwo Loot liegt und man kann es nicht nehmen. Hier sieht es auch wüst aus. Ah, hier startet das Spiel, ne? Genau, ich erinnere mich. Von da sind wir gekommen. Wahrscheinlich könnten wir hier die Tür entriegeln. Autsch, Schwein, Vorsicht. Ich will dir nicht wehtun. Dann haben wir hier einen Durchgang geschaffen. Das ist schon ein bisschen Dark Soul-ig, nur eben mit Map. Ja, Schwein, isst die Leichenreste. Recht hast du. Wäre schade drum. Was, der lebt noch? Oh, keine Munition mehr. Ungünstig. So, jetzt kommt gleich ein ganz besonderer Freund.
Unser erster großer Lücken. Dem spreng ich erstmal die Rüstung weg und dann nehmen wir mal unsere Scharfschützengewehr Magnum. Und dann ist der kein Problem. Mensch, war das beim ersten Mal ein Bullet Sponge der Gegner. Hier können wir, glaube ich, noch gar nichts machen. Zumindest können wir das Gebäude noch nicht betreten. Da brauchen wir erst den Schlüssel des Geigenbauers. Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Josef Simon, Gärtner des Hauses Beneviento. Bam, bam, bam. Genau, hier kommen wir wieder her, wenn wir im Haus Beneviento waren. Das hier ist mir noch gar nicht aufgefallen, wie viel Foreshadowing hier tatsächlich betrieben wird, ne? Erst findet man dieses seltsame Foto von diesem Menschen mit den technischen Upgrades im Körper irgendwie. Ah, was ist los? Nein! Und dann findet man hier eben schon eine Anspielung auf Beneviento. Puppenkörper! Schön. Na gut, trotzdem müssen wir zu dem Haus mit dem roten Kamin. Da sehen wir ihn schon, den roten Kamin. Dann machen wir hier mal auf mit unserem neuen Schmiedeschlüssel. Ich weiß, der heißt irgendwie Schmiedeeisenschlüssel, was weiß ich. Für mich ist das der Schmiedschlüssel. So wie es den Schwert- und den Schildschlüssel und so weiter immer gibt in Resident Evil, gibt es für mich jetzt hier den Schmiedschlüssel, den Dimitrescu-Schlüssel und so weiter. Ah ja, die Brunnenkurbel. Kriegt man die doch schon hier? Ich dachte gar nicht, dass man die so früh kriegt. Da müssen wir vielleicht noch mal kurz zurück und den Brunnen aufkurbeln. Das ist theoretisch... Ach so, nee, warte mal. Das ist der falsche Brunnen. Wo war denn der andere Brunnen, den ich jetzt meine? Ah ja, da lang. Brunnen. Aber ein falscher Brunnen. Ja, machen wir schnell. Da kommen wir nie wieder vorbei, glaube ich. Zumindest nicht notwendigerweise. Wer weiß, welche Schätze dieser Brunnen vor uns verbirgt. Kurbeln wir mal. Und... ein Dietrich. Naja, warum nicht, oder? Dietriche kann man immer brauchen. Das kurbeln wir nachher. Ah ja, da auch noch. Ah ja, dann machen wir nachher. Jetzt gehen wir erst zum Haus mit dem roten Kamin. Dann wird hier noch gekurbelt, bis der Arzt kommt. Wer wirft einen Dietrich in einen Eimer im Brunnen, um ihn zu verstecken oder so? Ein Jugendlicher. Ein kleinkrimineller Jugendlicher. Würde ich sagen. Ich glaube, hier öffnen wir erst von der anderen Seite. Genau, das ist unser Ausgang im Grunde. Ich erinnere mich. Also das ist ein Feature, ne? Nur, dass ich es mal erklärt habe, falls ihr es nicht gespielt habt. Beim ersten Playthrough macht das Sinn, diese ganzen Tiere, die hier rumlaufen, die Hühner und die niedlichen kleinen Schweinchen und alle zu töten.
weil dann kocht der Duke für dich Nahrungsmittel, die dann deine maximale Gesundheit und deine Bewegungsgeschwindigkeit und sowas leicht erhöhen. Naja, ein sehr, sehr seltsames Feature, finde ich. Aber gut. Von der anderen Seite verschlossen. Ob wir wohl die auffällig rot-gelb markierte Leiter hier benutzen müssen? Möglich. Und sogar noch ein gelbes Kabel dahin führt, wo wir hin müssen, oder? Es ist schon lustig. Hier wird echt nichts dem Zufall überlassen. Spielerführung wird hier groß geschrieben. Ich meine, ist ja gut. Gute Spielerführung ist was Gutes. Die Schlüsselanleitung. Der geflügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Teil 2. Gefunden. Na, so. Jetzt haben wir einen Doppelflügelschlüssel. Ich sollte zurück zum Duke. 1. Februar habe Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert. 3. Februar habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeuge für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? 8. Februar. Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten 4 Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hat ein Kind auf dem Arm. Sie flüstert etwas und berührt das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie... Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lachte nur und sagte, »Das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen.« Dann gab sie jedem der 4 einen Teil eines Kristalls in einer Art Fläschchen und sie verschwanden. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zitter immer noch. »Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind?« Das hat bestimmt nichts mit unserer Suche nach unserer Tochter zu tun und dem Kopfteil, den wir gefunden haben. Das wäre schon ein großer Zufall. Okay. Bevor wir aber jetzt zum Duke gehen, müssen wir ein paar Brunnenkurbeln betätigen. Mit unserer Universalbrunnenkurbel. Zum Glück haben die hier im Dorf einheitliche Brunnenkurbeln. Das ist schon gut. Ein geschnitzter Tierkopf. Ein Halskette mit 2 Fassungen. Und da oben haben wir noch einen Brunnen. Zum Glück habe ich die nervigen Fliegis schon weggeschossen. Die sind schon die nervigsten Gegner überhaupt, die Fliegenden, finde ich. Keine Sorge, Schweinchen. Ich bin auf keinen Fall wegen euch hier. Immerhin, guckt euch an, wie schön die animiert haben und dann sollen wir die töten. Ich glaube, die spinnen. Wirklich, das hat mich bei meinem ersten Playthrough so geärgert. Ist ja, ich gehe ja schon.
Ich gehe ja schon. Dieses Dorf gehört jetzt euch. Ihr seid jetzt frei von menschlicher Unterdrückung. So, dann gehen wir jetzt wirklich zurück zum Duke. Ein paar Bomben noch eingesackt, kann man immer brauchen. Schauen wir mal, was der Duke dazu zu sagen hat. Und dann geht's auf in Richtung Haus Beneviento. Gott. Eine gewisse Passage, wer es gespielt hat, weiß bestimmt, von was ich rede. Macht mir jetzt schon Angst. Dabei habe ich die jetzt schon zweimal gespielt. Und ich glaube, ich habe schon langsam durchschaut, wie es funktioniert. Aber trotzdem macht es mir Angst. Na, und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt vier insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die vier Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die zweite lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der dritte ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. So, und jetzt haben wir hier Schätze. Einen Schatz haben wir uns schon gehöhlt. Das war Luizas Erbstück vor dem eingestürzten, abgebrannten Haus. Und einige haben wir noch zu holen. Und auch wenn einige nah aussehen, können wir die, glaube ich, jetzt aber noch nicht holen, ne? Bei dem bin ich mir echt nicht sicher, ehrlich gesagt, ob wir da nicht schon hin könnten, theoretisch. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee, warte mal, das ist die Geigenbauerhütte. Genau, stimmt. Okay, passt schon. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Ach ja, ich glaube, wenn ich unsterblich wäre und nicht auf meine Gesundheit achten müsste und ne, wüsste, egal was ich mache, ich bleib gesund und werde überleben, weil ich irgendwie mutiert bin, würde ich auch so aussehen. Dann wäre mir auch alles scheißegal. Die Würste würden da nicht lang hängen. Naja, gut, in meinem Fall jetzt schon, aber alle anderen Nahrungsmittel, die nicht tierischer Natur sind, würden da nicht sehr lange hängen. So, Duke. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Wertvoll, wertvoll, wertvoll. Sehr wertvoll. Wertvoll. Ah, wir haben Lady Dimitrescu noch gar nicht verkauft. Da hat er sogar einen eigenen Satz für jedes Oberhaupt. Finde ich ganz schön. Die Kette ist kombinierbar. Die behalten wir mal. Ah ja, wir könnten die Ziege kombinieren, ne? Den Teddy können wir auch verkaufen. Zack. Und den Fisch verkaufe ich auch. Okay. Oh, Lady Dimitrescu. Reizend selbst im Tod. Diese Kurven.
Sudala, jetzt passt mal auf. Ich kombiniere mal schnell noch die Ziege. Mal sehen, was du auf der... Ich kombiniere noch die Ziege. Die können wir nämlich auch gleich noch verscherbeln. Ja, ja. An unseren Duke. Oh. Essen ist Leben. Okay. So, jetzt haben wir genug. Jetzt könnte ich mal die Feuerkraft unserer Schrotflinte ein bisschen erhöhen. Ich mag Schrotflinten mit viel Feuerkraft. Mit Vergnügen. Ist mir auch ein Vergnügen. Aber Mann, das wird so teuer, ey. Man muss teilweise, glaube ich, das Spiel einmal durchspielen, damit man hier... Nee, gegen Ende des Spiels kriegt man tatsächlich viel Kohle. Aber das ist schon ordentlich, was da... Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten gegen eine kleine Gebühr. Danke für deine Treue. Woher habe ich denn eigentlich über fast 200 Schuss? Aber die sind schneller weg, als man denkt. Wenn ich jetzt dann mal später im Spiel ein bisschen länger mit der Pistole rumlaufe... Es geht nämlich schon ganz gut eigentlich vom Schaden her. Dann sind die 200 schon schneller weg, als man denkt. Ich finde diese Pistole eigentlich auch wirklich cool, diese V irgendwas Custom. V61 Custom. Die ist nämlich am Anfang wirklich eine Pistole im Endeffekt, die man dann durch Upgrades und Add-ons und sowas nach und nach wirklich in eine kleine Maschinenpistole umwandelt. Das ist, macht das Spiel irgendwie schön, finde ich, diese Verwandlung. Sudala, ich würde aber echt sagen, da wir jetzt zu zu Beneviento gehen und somit einen neuen Bereich betreten, machen wir jetzt hier für heute Schluss. Beim nächsten Mal fangen wir dann mit Benevento an und der Part ist tatsächlich relativ kurz. Wer weiß, ob wir den nicht vielleicht sogar in einer Folge schaffen. Für heute sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!